Und damit willkommen zurück, seid gegrüßt zu einem neuen Netztest von der Gamescom 2021. Da steht es oben drauf: Gamescom 2021 aus der Indie Arena Booth Online 2021. Ich Spielmaschine, ja, ich bin eine Spielmaschine. Genau. Ich spiele mal wieder 2021. Es ist Gamescom. Ich bin in der Indie Arena Online. Und ich spiele mal wieder eine Menge Demo-Versionen. Und hier auch das Spiel, was eigentlich schon länger draußen ist. Schon länger in der Alpha-Beta-Testung und so weiter. Und ja, wurde schon von einigen Streamern auf Twitch gestreamt. Und hat man schon öfters gesehen. Aber ich habe es noch nie gespielt. Also spielen wir jetzt das erste Mal. Spiele ich das erste Mal Dorfromantik. Hatte auf der Indie Arena in der Gamescom 2021 einen Stand. Und da habe ich mir mal gedacht, spiele ich das mal fortsetzen. Halt linke Maustaste gedrückt, um die Kamera zu bewegen. Alternativ kannst du WASD. Ja, natürlich. WASD nehmen wir natürlich. Okay. Können wir nicht alternativ, sondern zusätzlich noch benutzen. Okay, und was tun wir jetzt? Klicken wir das fertig an. Kriegen gleich das Tutorial. Erste Schritte. Ja. Halt die rechte Maustaste gedrückt, um die Kamera zu rotieren. Q und E kann ich auch nehmen. Aha. Scroll mit dem Mausrad oder die X. Ran und raus. In Dorfromantik baust du Landschaften aus hexagonalen Kärtchen auf. Klicke mit der linken Maustaste auf eine unbelegten Slot, um das obere Kärtchen deines Stapels zu platzieren. Mach mal. Das erinnert mich ein bisschen an das Brettspiel Die Siedler von Catan, das jemand kennt. So ein bisschen hat das schon, oder? So ein bisschen den Stil. Wie ich es auch schon in den Trailern gesehen habe. Es hat wohl schon. Ah, jetzt können wir ja auch drehen. Ich würde es gerne hier hinsetzen, dann können wir hier ein bisschen Sand voll machen. Hier, sehr schön. So kannst du Gruppen aus Objekten formen, in Wälder oder Dörfer. Lege Kärtchen aneinander, sodass ihre eingefärbten Kanten aneinander liegen. Forme so einen Wald, der 5 Kärtchen überspannt. Mach mal. Einen Wald soll man machen. Oh, hier passt einer rein. Hier kommt einer ran. Hier ist nicht viel Wald. Versuchen wir trotzdem. Ja, so können wir hier. Sehr schön. Könnte hier eigentlich noch größer, wenn er noch Potenzial an. Nee, hier ist er frei. Der Zähler am unteren Ende des Stapels zeigt dir die Anzahl deiner verbleibenden Kärtchen. Sind sie aufgebraucht, endet die Partie. Platziere deine Kärtchen, um fortzufahren. Dann machen wir das doch, das hier. Den Wald hier irgendwie vergrößern. Hier geht's halt schlecht. Ich will noch einen anderen Wald machen. Den Wald irgendwann mal mit verbinden. Sehr schön. Du gewinnst neue Kärtchen, indem du Quests erfüllst, die durch Sprechblasen dargestellt werden. Diese Quests zu erfüllen, musst du die Gruppe um 6 zusätzliche Häuser erweitern, indem du sie an farbigen Kanten anlegst. Okay. Zusätzliche Häuser. Okay. Pinke Häuser. Hier können wir den Wald zusammenführen. Drei Plus brauchen wir noch.
gerne hier irgendwo hinpacken. Hier ist wohl das Richtige. So, hier. Session Quest erfüllt, dann kriegen wir neue Karten. Hier ist eine weitere Quest. Um sie zu erfüllen, musst du exakt 2 Felder zur Gruppe hinzufügen. Symbol in der Ecke der Quest deutet auf eine Folgeaufgabe hin. Aha. Okay, mal Sand. Können wir das irgendwie durch eine Wüste erschaffen? Vielleicht hier irgendwo. Ja, hier am Dorf, am Wüstendorf. Abgeschlossene Quest hat eine Fahne erzeugt. Sie bedeutet, dass die Gruppe geschlossen werden kann, um weitere Belohnungen zu erhalten. Die Feldgruppe ist geschlossen, wenn keine weiteren Felder mehr angelegt werden können. Bewege deine Maus über die Fahne, um verbliebene offene Karten anzuzeigen. Okay. Hier muss noch geschlossen werden. Das macht zwar relativ wenig Sinn mit dem. Ach, das ist ja nur Stein, das ist keine Wüste. Hier muss noch was hin. Können wir da auch ein bisschen drehen. Können wir auch mal ein bisschen Action machen hier. So wie es sein soll. Und dann hier noch einer. Haben das Gebiet abgeschlossen. Schienen und Flüsse haben Zusatzregeln bei der Platzierung. Ihre Enden können nicht an andere Landschaftstypen übergeben. Ungültige Plätze werden im Tutorial mit rotem Kreuz markiert. Aha. Und dort können wir nicht hinsetzen. Sonst überall. Sehr schön. Fluss können wir hier nicht hinsetzen. Aber hier kann ein schöner Fluss am Dorf vorbeifließen. Oder nicht? Können wir die Bahn ein bisschen in die Ecke fahren lassen. Einen Wald vergrößern. Sehr schön. Bei jeder Platzierung hältst du Punkte. Je nachdem, wie gut du das Kärtchen an die Kanten seiner Nachbarn passt, sammle 200 Punkte, das Tutorial abzuschließen. Okay. Sehr schön. Ah, da fährt schon ein kleiner Kutter lang. Ist das schön. Mal eine ganze Wasserstraße bauen. Schöner Teich. Okay, müssen wir eine Schiene machen. Dann können wir das Gebiet vergrößern. Es kann hier kein Wasser mehr lang. Ist ja schlecht. Okay, Kärtchen freigeschalten. Du hast das Tutorial geschafft. Glückwunsch. Außerdem hast du dein erstes Spezialkärtchen freigeschaltet. Die Windmühle, sie kann in der nächsten Partie in deinem Stapel auftauchen. Okay. Das ist unser erstes richtiges Spiel. Okay. Dann kommen Wald zu fügen. 3 Tundra. Kann man den Wald ansetzen. Ah, hier macht das Sinn. Mhm. Okay, hier ein bisschen Wald. Sehr schön. Okay. Die Maschinen, die hier nicht dürfen. Hier in der. Da können sie lang. Ein Fluss. Kann hier so schön lang fließen. Hier können wir das Ödland entstehen lassen. Dorf kann hier drüben. Ja, sehr schön. So. Ein bisschen Wasser. Passt hier nicht so wirklich hin.
Ja, kann man hier so weiterführen. Irgendwann verbinden wir das dann noch. Ein bisschen Grünfläche. Sehr schön. So, hier weiter sinnvoll ergänzen. Sehr schön. Oh. Erste Lokomotive. Sehr schön. Die wird aber nicht weit kommen. Ein kleines Dörfchen. Müssen wir hier hinten noch ein Dorf erbauen. Ein ganz romantisches Dorf. Also ein Haus brauchen wir noch, um das Dorf abzuschließen. Sehr schön, so bauen wir noch. Ja, sehr schön. Wir haben das Gebiet abgeschlossen. Das macht hier irgendwo Sinn. Sehr schön, hier war ein kleines Dorf. Die Kuh hätte ich da drüben gebraucht. Okay, ein bisschen Fluss. Da können wir scheinbar immer noch nichts hin. Dann halt hier hin. Drei Wasser hinzu, um die Quest abzuschließen. Okay. Wenn mein Karten alle gehen, dann bin ich geliefert. Ist vorbei mit dem Spiel, mit der Runde. Ein ganz großes Dorf draus. Plus 30. Ein riesenhaftes Dorf. Das sind nur so ein paar versprengte Hütten. Ist nicht das richtige Dorf. Und hier kannst du doch mal lang. Plus 2 brauchte noch. Okay. Das Dorf größer machen. Unser Dorf muss größer werden. Ein einzelnes versprengtes Haus. Hier muss ich mal ein bisschen hinbauen. Ich dann den Fluss vielleicht doch noch hinkriege. Dorf werde größer. Gleich China. Der Maschine. Okay, der Zug ist fertig. Das Endstation, da kommt er nicht weiter. Schade eigentlich. Da brauche ich noch 3 Wasser. Sehr schön, nächste Quest erfüllt. Ein Baum. Kann ich es hier irgendwo anfügen? Gar kein so übles Game. Wasser. Plus 8 Dorf brauche ich hier noch. Noch Fluss. Sehr schön. Oh.
Punkte befriedigend, das Dorf viel größer zu machen. Die Möglichkeit sind platziert. Ah, das ist gleich die Demo zu Ende, oder was? Oh, jetzt haben wir es hier verbaut. So ein Mist. Dorf und Wald verbinden. Wald. Ah, und jetzt ist hier wirklich zu Ende. Na komm, hier. Ein Wasserbock da noch. Und noch Wald. Quest erfüllt. Ja, 24 werden mir nicht mehr helfen. Ich bin hier gleich. Mach hier noch ein bisschen Dorf. Das Dorf zu Ende. Yay. Hier noch was abgeschlossen. Hier bräuchte noch Wasser. Soll ich gerne abschließen noch? Danke fürs Spielen. Ja, weiteres dann vielleicht irgendwann im Stream. Werde ich das mal kaufen und spielen. Ja, Demo vorbei. Ja, das war's für die Demo. Da habe ich noch immer so durch die Demo von Dorfromantik gefallen haben von dem Kanal. Die Lok, die da lang gefährt, das finde ich großartig. Das Boot dort hat mir schon ein nices Spiel. Kann man mal machen. Ja. Schaut auf Twitch schon mal, da bin ich regelmäßig live. Dann könnt ihr auch in Zukunft sowas spielen. Könnte auch mal vorkommen, dass das mal live in einem Stream passiert. Ja. Also. Ansonsten habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Und haut drinne. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.